Ciao zusammen, mein Name ist Dani. Ich fahre gerne Schiff, heute auf einem ganz besonderen, auf dem Motorschiff Etzel auf dem Zürichsee. Wir feiern seinen 90. Geburtstag, der am 1. März war. Besonders ist das Schiff darum, weil es Schifffahrtsgeschichte geschrieben hat, in der Schweiz und auf der ganzen Welt. Wie genau, das hörst du jetzt gerade. Das ist die 25. Folge vom Schiffspodcast. In der 24. Folge habe ich die Basler Rheinhäfen besucht und dort Benny gelernt kennen. Er hat mit der Revierzentrale mitgenommen und einen Einblick gegeben in seine Arbeit. Zum Beispiel wird Grossschiff auf dem Rhein überwacht werden. Ihr könnt den Schiffspodcast gratis und werbefrei nachhören bei allen gängigen Podcast-Plattformen und auf schiffspodcast.ch. Es hängen ein paar Wolken über dem Zürichsee. Die Sonne drückt zwar und die ersten Strahlen kommen durch, wo das Motorschiff Etzel an Schiff Lenti am Bürkliplatz fährt. Schliesslich ist heute ein Freudentag. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Eideckschiff heute noch fährt und wir seinen 90. Geburtstag können feiern können. Der Stefano Butti ist einer von seinen Retter und heute auch gerade unser Schiffsführer. Mit ihm bin ich verabredet. Also, willkommen auf dem MS Etzel. Danke vielmals. Guten Morgen, Stefano. Wo heute 90 wird. Motorschiff Etzel wird heute 90. Du bist vorhin vom Hafen Engi zu fahren, am Bürkliplatz. Und kaum hast du angelegt, war schon ein Tourist da und wollte den Etzel fotografieren. Passiert dir das häufig? Ja, selbstverständlich. Der Etzel ist so ein schönes Schiff, der wird immer gerne fotografiert. Und wir haben natürlich hier auch eine prominente Lage, zumindest in der Stadt Zürich. Verdankenswerterweise muss man sagen, durch das, dass wir viel Unterstützung haben geniessen vor 20 Jahren, wo eigentlich das Schiff so quasi sein zweites Leben bekommen hat. Und ja, darum sind wir hier in prominenter Lage und werden auch immer gerne ein bisschen gefüttert. Ist natürlich auch sehr ein guter Werbeträger, da der Standplatz, den wir hier haben. Kostet auch genug, muss man auch sagen, aber das zahlt man dann gerne. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, es ist nicht selbstverständlich, dass das Motorschiff Etzel heute noch da ist und wir können den Geburtstag feiern. Dann möchte ich gerne ein bisschen nachgehen in diesem Podcast und ein bisschen herausfinden, warum das Motorschiff Etzel Schifffahrtsgeschichte geschrieben hat. Ja, also das Spezielle an dem Schiff sind eigentlich zwei Sachen. Also die eine ist der Zusammenhang, den es mit der Landesausstellung 1939 in Zürich. Das war ja so eine Zeit, die 30er Jahre, wo man eigentlich recht fokussiert war, die Gesellschaft auf den technischen Fortschritt. Es ist auch alles noch mechanisch gelaufen, also die Schweiz hat noch profitiert von ihrer Industrie, die jetzt mal weltweit führend war. Jetzt, wenn wir da aber gerade im Schiffspodcast sind, kann man da auch zum Beispiel an Sulzer-Dieselmotoren denken, natürlich auch Dampfschiffe, die wir immer noch haben auf unseren Schweizer See, sind ja meistens oder ausschließlich eigentlich von denen außer der Stadt Luzern ausschließlich von den beiden grossen Maschinenbauern in der Schweiz gebaut worden, Sulzer oder Escher Wyss. Ja, und der Etzel ist natürlich von dem her eigentlich das erste als Dieselmotorschiff konzipierte Schiff für die Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft, die jetzt mal noch Zürcher Dampfbootgesellschaft geheissen hat. Und das war so ein bisschen eine Zeit, wie man vielleicht heute jetzt wieder hat, wo man langsam auf die alternativen Technologien umsteigen wie Elektroantrieb oder Wasserstoff oder was da alles für Ideen rum sind. Und ja, vereinzelt auch schon Schiff fahren, Hybrid oder zum Beispiel jetzt auf dem Greifensee haben wir ja die Heimat, die voll elektrisch ist und bei uns jetzt auch seit letzter Saison 3 Limmatschiffe, die voll elektrisch fahren. Ja, und dort in den 30er Jahren ist halt der Dieselmotor eigentlich aufgekommen oder etabliert worden. Und man hat natürlich wollen von diesen rauchenden, kohlefressenden Dampfschiffen weg auf die saubere Dieseltechnologie. Das ist mal das eine. Und das andere ist dann eben noch der Verstellpropeller, der das erste Mal eingebaut worden ist, wo quasi, also das darf man schon sagen, in dieser Zeit eigentlich dann die Schifffahrt weltweit revolutioniert hat, bis etwa in den 60er Jahren oder 70er Jahren. Und wird ja auch heute noch verwendet, Verstellpropellertechnik für kleinere Schiffe, die viel Häfen anlaufen, zum Beispiel Containerfeeder, also wo die Feinverteilung machen. Und halt jeden Tag müssen neu mit Manöver machen. Dort ist natürlich der Verstellpropeller nach wie vor sehr wirtschaftlich. Wie kommt man denn auf die Idee, einen Verstellpropeller zu bauen? Das war eigentlich ein innovativer Mensch, der dort mal die Hydraulikabteilung von der Escher Wyss geleitet hat. Der Jakob Ackeret hat der geheißen. Der war Professor an der ETH Zürich und gleichzeitig
Chef der Hydraulikabteilung von der Escherwies und hat dann eine Turbine, Kaplan-Turbine, die ist benannt nach einem österreichischen Turbinenbauer, der Viktor Kaplan, der hat eine Turbine entwickelt für Niederdruckanwendungen, also für Flusskraftwerke. Die Turbine sieht eigentlich schon fast aus wie ein Schiffspropeller. Und jetzt hat einfach der Jakob Backret das Ganze quasi umgekehrt und weiterentwickelt und daraus einen Schiffspropeller entwickelt. Und der Propeller ist dann auch sehr schnell für Flugzeuge verwendet worden. Auch heute hat noch jedes Propellerflugzeug praktisch so einen Verstellpropeller. Weil dort ist das natürlich noch besser, weil halt die Umdrehungsgeschwindigkeit höher ist. Oder? Und darum kann man das eigentlich dort beim Flugzeug mit der Steigleistung und der Endgeschwindigkeit und so super kombinieren. Und auf dem Motorschiff Wetzel hat das angefangen. Genau. Was ist denn der Vorteil vom Verstellpropeller? Der Vorteil ist, dass man die Steigung kann. Also die Steigung, das ist der Winkel, wo eigentlich der Propellerflügel zum Vortrieb hat. Kann man das so erklären? Ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also die Steigung ist eigentlich der Winkel vom Propellerblatt zu den Senkrechten. Also eine Umdrehung, die der Propeller macht, oder die Schiffsschraube, das ist vielleicht das, ist das Gleiche. Oder? Man redet einfach von Propeller, weil es eigentlich auch eben einen Vortrieb gibt, also Propulsion, Propeller. Also in einer Umdrehung würde das Schiff quasi die theoretische Strecke zurücklegen, wo der Flügelwinkel hat. Und die Steigung, die ist beim Verstellpropeller variabel einstellbar. Also der Kapitän kann die vom Steuerhaus aus verstellen. Also er kann den Winkel gross machen oder klein oder natürlich den ganzen Propeller auf die andere Seite anwinkeln. Dann fährt dann das Schiff, setzt dann zurück. Und das Ganze passiert, ohne dass man die Drehrichtung ändern von der Welle und auch die Drehgeschwindigkeit, also die Umdrehungszahl. Und man kann also schnell und langsam fahren, ohne dass man am Motor irgendetwas verstellen oder zurücksetzen oder vorausfahren. Und das hat natürlich in den 30er Jahren einen besonderen Vorteil gehabt, weil dort hat man noch kein Getriebe bauen können, wo mehr als 300 PS Leistung ausgehalten haben. Und dann musste man den ganzen Motor umsteuern. Also ähnlich wie eine Dampfmaschine hat man dann den Motor abgestellt, die Nockenwelle verschoben und dann wieder hinterste laufen lassen. Der Maschinist hat man natürlich dann können einsparen, weil der Motor ist einfach gelaufen und man hat das können mit dieser Flügelverstellung hat man dann können das Schiff schnell fahren lassen oder langsam fahren lassen. Gerade bei den Dampfschiffen sieht man das ja gut, wenn man einen Maschinist zuschaut, wie der vor der Lenke die Dampfzufuhr unterbricht. Dann kurbelt er an dem Rad, tut umsteuern oder eben den Rückwärtsgang einlegen und dann gibt er wieder Dampf. Und das Anhalten von der Maschine, das kannst du in dem Fall umgehen mit dem Verstellpropeller. Genau. Du hast im Artikel geschrieben, dass man damit wesentlich Zeit einsparen kann. Also es hat sogar einen Einfluss auf den Fahrplan. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viel Zeit kannst du da sparen? Ja gut, das ist natürlich so schwierig, so in Minuten oder Sekunden auszudrücken. Aber grundsätzlich muss man sich das so vorstellen, der Motor läuft immer mit Vollgas. Also hat man natürlich auch viel schneller die volle Leistung auf dem Propeller, wie wenn man ein Wendegetriebe dazwischen hat. Oder? Dann würde man ja dann quasi Gas wegnehmen, dann wird der Motor langsam. Irgendwann kuppelt man aus, dann muss man dann warten, bis der Propeller steht, dann tut man den hintersten Gang einkuppeln und dann gibt man wieder Gas. Und beim Verstellpropeller hat man eigentlich immer Vollgas und kann aus voller Fahrt voraus, kann man jetzt im Notfall beispielsweise voll den Flügel auf zurück anwinkeln. Ja, das gibt natürlich dann schon eine Zeitersparnis, eine grosse. Bei den Einschraubenschiffen hat man das Phänomen, dass wenn man bremst, das Heckus reisst, weil der Schaufler das Wasser von der einen Seite vom Heck auf die andere Seite schaufelt. Hat da der Verstellpropeller einen Einfluss auf das Phänomen oder gibt es das beim Metzel auch? Ja, das hat man natürlich auch. Das hat man sogar noch stärker beim Verstellpropeller. Allerdings kann man das natürlich schön variieren bzw. mit dem auch ein bisschen arbeiten. Mit dem Radeffekt heisst das, oder propellerindizierte Heckquerkraft wäre so der Fachbegriff. Propellerindizierte Ja, das tönt wichtiger, wie es ist. Es redet eigentlich alle von Radeffekt.
Also das Heck zieht auf eine Seite. Und das hat man natürlich beim Verstellpropeller fast noch mehr. Allerdings kann man eben, weil man halt schnell ist mit Umsteuern, kann man das Ruder dann auf diese Seite legen und dann kann man natürlich dann wieder ein bisschen vorwärts gehen und dann wieder ein bisschen bremsen und dann kann man den Radeffekt dann quasi auffangen oder eben sogar mit dem arbeiten. Manchmal wünscht man ja das auch, dass das Heck dann auf diese Seite zieht. Jetzt haben wir viel von den Vorteilen geredet, die ein Verstellpropeller hat. Hat es auch Nachteile? Selbstverständlich. Der Nachteil ist eigentlich die technische Bauweise. Also der ist natürlich sehr aufwendig bauen. Durch das muss er halt auch gewartet werden, etwa alle 7 bis 8 Jahre. Muss man das Schiff mal zum Wasser rausnehmen, muss den Propeller auseinandernehmen, Dichtungen ersetzen und so weiter und so fort. Also von dem her ist das natürlich schon ein Aufwand. Und das dauert natürlich dann ich sage jetzt mal 1 bis 2 Wochen beim Hetzel. Ist natürlich auch vielleicht ein bisschen ein Thema heute, wo die Umwelt immer wichtiger wird. Dort hat es ja dann auch Öl drin, oder? Und dann macht man das dann quasi am Ufer vom See und so. Also selbstverständlich passt man da auf, aber es kann ja immer mal irgendetwas passieren. Und dann wäre es natürlich dann eine Gewässerverschmutzung. Das wäre zum Beispiel ein Nachteil vielleicht, ja. Der Verstellpropeller, wenn du von Umweltschutz redest, möglicherweise so einen Vorteil hat, wenn der Motor konstant läuft, hast du weniger Dieselverbrauch und so auch wieder weniger Umweltverschmutzung mit CO2. Richtig, also du hast natürlich, der Motor läuft dann immer in der optimalen Nennwertdrehzahl und braucht durch das weniger Brennstoff oder sagen wir, er kann es besser verbrennen, weil man kann natürlich so einstellen, dass er dann im optimalen Bereich läuft. Und der Umweltschutz, also muss man vielleicht auch noch sagen, der Propeller ist so konstruiert, dass eigentlich der Wasserdruck einen Meter unterhalb der Wasseroberfläche, der ist grösser als der Innendruck von dem Öl. Also es kann nicht Öl in den See raus, außer man beschädigt etwas. Aber das Öl, wenn eigentlich die Dichtungen nicht mehr gut sind, läuft das Öl im Propeller rein. Und dann sieht man das im Schiff rein, dass da wieder etwas nicht mehr gut ist und dass man dann das Schiff auswaschen muss. Aber das ist natürlich auch eben ein Nachteil, weil schlussendlich, bis man dann das merkt, ist es dann schon fast spät. Also man kann es dann vielleicht wenig gut planen, muss dann vielleicht die Fahrten absagen, weil man das Schiff rausnehmen muss oder so. Das kann natürlich schon passieren. Ich habe noch eine ganz schwierige Frage für dich. Kannst du uns erklären, wie so ein Verstellpropeller technisch funktioniert? Ich stelle mir das noch schwierig vor, wenn du eine Hydraulikleitung hast und die Schraube ja dreht, wickelt es dir ja die Leitung um die Wellen. Irgendwie, wie macht man das? Ja, das ist schwierig zu erklären. Also man muss sich das so vorstellen, das ist das ganze System besteht aus 2 Komponenten. Die eine Komponente ist eine Hydraulikpumpe, die dann mit der Wellendrehzahl angetrieben wird. Und der zweite Teil ist eben der Propeller. Jetzt tut die Hydraulikpumpe einen Öldruck aufbauen. Der geht dann durch die Welle, die hohl ist. Die Leitung ist in dieser Welle rein, die hohl ist. Die ist eigentlich auch gebaut wie eine Welle. Darum kann die sich auch auf alle Seiten drehen. Also da gibt es keine Hydraulikleitung, die ganze Welle ist voll Öl, oder? Da unten ist die Leitung, aber wie kommt der Druck in die Welle rein? Der hat einen Kolben, der ist in dieser Propellersteueranlage drin. Und der Schiffführer kann dann quasi den Kolben mit dem Hydraulikdruck vorne schieben oder hinten schieben. Und durch das wird die ganze Leitung führen oder hinten geschoben und verstellt dann über Laschen hinten die Flügel vom Propeller. So kann man es, glaube ich, erklären. Ja, ich glaube, das ist... Für mich reicht das, ja. Ich könnte es jetzt noch nicht nachbauen, aber ich habe es im Grundsatz verstanden, glaube ich. Du hast schon gesagt, der Verstellpropeller hat sich dann durchgesetzt. Auf dem Zürichsee sind ja dann alle Schiffe mit Verstellpropeller gebaut worden. Bis etwa 1970 und dann sind wieder Festpropeller gekommen. Nein, erst 1990 etwa. Also der Zürichsee war eigentlich einer von diesen Seen, der immer nur ein Schraubenschiff hatte oder viel ein Schraubenschiff. Und
für ein Schraubenschiff ist eigentlich einfacher zum Fahren mit Verstellpropeller. Also wir fahren jetzt ab, woher fahren wir? Jetzt muss zuerst noch der Motor laufen. Fahren wir noch runter. Also eben, bei uns der Zürichsee war eigentlich prädestiniert für den Verstellpropeller. Ich weiss auch nicht genau, wo das hergekommen ist. Das ist einfach irgendwie traditionell ein bisschen belastet gewesen, weil der Zürichsee hat eigentlich viele Stationen schon immer gehabt. Alle 10 Minuten hat man da irgendwo jemand gehalten. Und für das war natürlich der Verstellpropeller perfekt gewesen. Weil halt das Manövrieren ziemlich schnell gegangen ist, war man dann relativ schnell in Rapperswil gewesen, trotz diesen vielen Stationen. Und nachher hat man dann irgendwie sich mal entschieden, wegen dieser aufwendigen Bauweise und weil halt auch die Teile nicht mehr so gut erreichbar waren, also zum Auftreiben, oder man hat die müssen selber herstellen, weil sie eigentlich die Propeller nicht mehr neu gebaut haben, hat man dann auch irgendwann mal das System müssen ändern. Also es ist dann natürlich auch, ich muss das eigentlich so sagen, der Verstellpropeller hat eigentlich perfekt zu den langsam laufenden Dieselmotoren gepasst, weil sie höchst Drehmoment hatten und eine langsame Umdrehungszahl. Und die sind natürlich dann irgendwann weggekommen. Dann hat man überall Bauteile genommen, die halt austauschbar sind, auch zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern. Also der Lastwagenmotor hat halt dann auch das Schiff angetrieben. Und der ist natürlich anders gebaut, wie so ein Langsamläufer-Schiffsmotor. Und dann hat eigentlich das einen Rattenschwanz gegeben. Und dann hat man hat natürlich das eine das andere angezogen. Und am Schluss hat man eigentlich den Propeller dann halt irgendwann mal müssen wechseln, oder? Also ist man dann auf das System, hat man dann das umgestellt und ja, auf den Festpropeller. Und mit Wendegetriebe, wo dann ja, und den Nachteil, den halt das dann auch bringt. Kannst du das in Zahlen sagen? Ein Langsamläufer, wie schnell dreht so ein Motor? Der hat so mit vielleicht 500-600 Umdrehungen pro Minute gedreht. Oder? Das ist natürlich nicht dann wirklich langsam. Der Wellendrehzahl entsprochen, ja. Von so einem kleineren Schiff. Oder? Und auf dem grösseren Schiff ist der noch langsamer gelaufen. Also auf der Lim zum Beispiel früher, die alten Sulzer Motoren, die hatten 400 Touren gehabt pro Minute. Das ist natürlich perfekt eigentlich, genau die Wellendrehzahl gewesen, oder? Und heute haben sie 2500 Touren. Und dann muss man wieder ein Untersetzungsgetriebe haben und dann das Ganze fünfmal reduziert, dass man dann auf die 500 Touren plus minus Wellendrehzahl kommt. Du hast noch die Firma Sulzer angesprochen, da ist mir noch in den Sinn gekommen. Die sind nicht aufgesprungen auf einen Verstellpropeller? Doch, haben sie mal wollen. Ja, der ist eben in die Hose. der Verstellpropeller ist ins Stäfenschiff eingebaut worden, wo jetzt noch im Hafen Wollishofen, also beim Gemeinschaftszentrum Wollishofen steht. Die Hülle davon, muss man sagen. Der Propeller, die ganze Antriebsanlage, hat die Schifffahrtsgesellschaft, also ZSG, in den 70er Jahren ausgebaut und ein neues Schiff daraus gemacht. Und das war das MS Uvenau gewesen. Und der Verstellpropeller von der Sulzer ist in dem MS Uvenau gelaufen, ja, bis etwa 2003 oder 2004. Ich weiß es jetzt nicht genau. Und dann das Schiff ist dann eben auch gleichzeitig mit dem Metzl verkauft worden. Das hat dann die Hensa-Schifffahrt in Rapperswil gekauft und hat dann dort den Verstellpropeller rausgerissen. Der erste und einzige Sulzer-Verstellpropeller. Ja, und hat dann auch dort einen Festpropeller eingebaut. Jetzt haben wir gehört, dass der Motor angelassen hat. Ich hoffe, man hört es auch im Podcast. Wo fahren wir her? Wir sind jetzt hier am Bürgerplatz. Wir legen jetzt ab. Wir gehen nachher in den Hafen Engi. Wir haben für unseren festlichen Anlass den Hafen Engi ausgewählt, weil das Schiff genau vor 90 Jahren dort vom Stapel gelaufen ist. Wir machen jetzt heute dort stündige Rundfahrten ab Hafen Engi. Und ja, bis um 5 Uhr. Und nachher haben wir dann noch einen Spezialabend, wo dann ein bisschen Behördenmitglieder und so kommen. Da muss man auch ein bisschen einladen und da das Schiff dann ein bisschen propagieren. Und morgen haben wir dann noch den ganzen See, den wir bedienen, mit einer grossen Rundfahrt bis Rapperswil und wieder zurück. Jetzt haben wir viel über technische Schiffsgeschichte geredet mit den Verstellpropellern. Kannst du noch ein bisschen aus der Geschichte des Motorschiffs erzählen?
Ja, selbstverständlich. Das Motorschiff Hetzel ist eben 1933-34 gebaut worden, im Hinblick auf die Landesausstellung, die 1939 in Zürich stattgefunden hat. Man hat dort eine technische Innovation präsentieren. Darum hat man dann einen neuen Antrieb oder hat das gerade genutzt, um den neuen Antrieb mal zuerst mal der Öffentlichkeit vorstellen und natürlich auch schauen, ob das überhaupt funktioniert. Also der Hetzel ist eigentlich ein Prototyp von dem Verstellpropeller. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Hetzel und dem anderen Landeschiff? Möwen, Schwan, Enten, Taucherli? Ja, das, also der Hetzel ist ja kein Landeschiff eigentlich. Der Hetzel hat eben, ist eigentlich der Prototyp von dem Antrieb. Und die Landesausstellung hat dann vier Schiffe selber bauen lassen bei der Escherwies. Die haben also eigentlich nichts mit der Schifffahrtsgesellschaft zu tun gehabt, mit der ZSG. Die sind erst dann nachher eigentlich zu der ZSG gekommen, durch eine Spende vom Verwaltungsratspräsidenten, drei von diesen Schiffen. Und ja, sind dann auch gefahren bis in die 90er Jahre, also 97, 98, 99 sind dann die ausgemustert worden. Und das hat natürlich dann auch ein bisschen Auftrieb gegeben für unser Projekt mit dem Hetzel, dass man eins von diesen Schiffen oder von diesen klassischen Eindeckmotorschiffen, die eigentlich so sozusagen ein Tram gewesen sind auf dem Wasser, noch erhalten auf dem See. Ja, ich komme ja aus dem Berner Oberland und darum habe ich jetzt auch noch etwas gefragt, weil das eine von diesen Landeschiffen ist ja das Motorschiff Oberhofen, das auf dem Thunersee wieder fahren soll. Ja. Das freut mich auch, dass das wieder fährt und wieder zurückkommt in die Schweiz. Wieder quasi auf den Thunersee, wo es daheim ist. Das MS Oberhofen, das war die Ente an der Landesausstellung. Drei Schiffe hat die ZSG übernommen. Ein Schiff ist dann eben zu der BLS gekommen. Ist ja dann bekannt in den 90er Jahren verkauft worden auf Holland und dann wieder zurückgekommen durch eine Familie oder ein Ehepaar von Oberhofen. Ehepaar Matter heissen sie, glaube ich. Und ja, jetzt ist fährt das wieder. Es sollte wieder fahren vom Thunersee. Was mich vor allem freut, ist, dass wir dort auch ein bisschen mithelfen bei dem Projekt MS Oberhofen. Mit unserer Erfahrung, die wir hier beim Hetzel gemacht haben, wie man so ein Schiff in dieser Grössenordnung so betreiben kann, dass es sich selbst finanzieren kann. Was ist denn mit dem Hetzel nach der Landesausstellung passiert? Wie ist es weitergegangen? Der ist dann eigentlich Winterschiff geworden, also ganz, im Ganzjahresfahrdienst gsi. Er hat eigentlich den Querverkehr vor allem bewältigt im unteren Seeteil. Das untere Seeteil ist also die Stadt Zürich plus die rechts- und linksuferige Seegemeinde bis etwa Höhe Erlenbach und Küsnacht. Ja, und ist eigentlich, das war sein Einsatzgebiet gewesen, bis 1999. Dann wollte ZSG zwei neue Schiffe bauen und hat auch das Gefühl gehabt, der Hetzel ist, also, ist natürlich auch ein bisschen beschränkt von der Grösse. Also, wir hatten da die Tragfähigkeit von 200 Personen, ganz am Anfang 250 sogar. Aber wenn du jetzt das Schiff anschaust, also wenn du dir da vorstellst, dass da 200 Leute drin sitzen, dann ist das nicht gerade mit heutigen Komfortansprüchen vergleichbar. Ja, ich glaube, die Zahlen sind bei allen Schiffen so hoch, dass man sich nicht mehr wohl ist drauf, genau. Wenn man so viele Leute hat. Man hat dort einfach auf die Tragfähigkeit geschaut und nicht auf den Komfort. Und wir haben natürlich, also ZSG hat natürlich in den 90er Jahren extrem viel auch Frequenzzunahme im Bereich kleiner Rundfahrten. Der Tourismus ist immer mehr, also gerade die asiatischen Länder sind ja immer mehr in die Schweiz gereist. Und dann hat natürlich auch noch etwas dazu beigetragen, dass wir da im Verkehrsverbund sind, auf dem Zürichsee. Wir sind ja da voll integriert ins ÖV-System. Also man kann mit einem Trambillett oder mit einem Zugbillett ein Schiff fahren. Das hat natürlich die Frequenzen aufgetrieben und dann hat es eigentlich wie keinen Platz mehr für den Hetzel oder er hat einfach zu wenig Kapazität gehabt. Und so ist halt dann der, sind die Landeschiffe weggekommen und am Schluss dann eben auch der Hetzel. Und ja, wir haben dann eigentlich so ein kleines Grüppli, hat sich dann zusammen da
der dann das Schiff hat erhalten auf dem See und so quasi für Hochzeiten und Geburtstagsfest wollen anbieten. Und ja, das ist jetzt gelungen und der Verein Pro MS Setzel ist jetzt dieses Jahr auch 25 Jahre alt. Ist übrigens auch schweizweit eigentlich der erste Verein, der sich eingesetzt hat für ein Motorschiff und nicht für ein Dampfschiff. Das ist am Anfang ein bisschen kritisch beäugt worden da von der Dampferszene. Die haben alle gefunden, ja, das klappt wahrscheinlich nicht, weil Motorschiffe sind ja doch nicht so ein Highlight wie ein Dampfschiff, oder? Wo man dann noch die Maschine sieht und mit dem Schaufelrad gibt es noch ein bisschen Action da, ein Wasser, wo es noch ein bisschen ja, das ist natürlich ein anderes Erlebnis mit dem Motorschiff, das ist schon so. Das hat schon etwas, aber es verschwindet immer mehr von den ersten Motorschiffen und das ist ja auch eine Art Zeitgeschichte, die man ein bisschen konservieren sollte. Ja, bin ich auch der Meinung. Du warst eine treibende Kraft bei diesem Verein und der Etzel ist sogar bei dir daheim restauriert worden? Nein, das stimmt nicht. Stimmt das nicht? Nein, das war ein anderes Schiff. Das hast du, glaube ich, irgendwo gelesen in einer Zeitung. Gut, dann kann man mit einem anderen Schiff vorstellen. Ja, ich habe natürlich gerne alte Schiffe, das ist schon so. Und der Etzel hat mir immer gefallen. Und ja, ich war dort die treibende Kraft, gewesen, oder sagen wir es mal so, der mal die Idee hatte. Man kann ja dann das nicht alleine anbringen. Also es sind ganz viele Leute da involviert, muss ich auch sagen. Wir sind auch sehr unterstützt worden von den Behörden. Wir sind unterstützt worden am Anfang der Verein Pro MS Setzel von der ZSG selber. Es ist dann noch jemand, der Verwaltungsrat war, stets mal bei der Schifffahrtsgesellschaft, ist dann noch bei uns im Verein beigetreten und hat das wirklich aktiv unterstützt. Die Direktion hat das aktiv unterstützt. Also wir haben schon das Gefühl gehabt, dass ZSG hat. Das ist ein Bedürfnis für die ZSG, dass man so ein Stück Geschichte kann erhalten auf dem See. Und das hat natürlich sehr viel, sonst hätte das nie geklappt. Oder? Da kann natürlich noch Menge kommen mit irgendeiner Idee. Und es müssen Leute da halt dabei sein, die da draus kommen, die da die Unterstützung leisten. Geld haben wir müssen sammeln. Wir haben natürlich dann auch, das ist der zweite Vorteil, am Zürichsee hat es natürlich sehr viele vermögende Leute, das darf man schon so sagen. Und das war denen auch ein Anliegen, gewesen, dass man das Schiff erhalten. Und die haben dann auch Spende gesprochen oder sind dem Verein beigetreten und so weiter und so fort. So ist dann das zusammengekommen. Wir konnten da eine Küche einbauen, eine Trinkwasseranlage. Also wir machen heute das Trinkwasser aus dem See, filtern das. Filtern. Es hat die gleichen Qualitätsansprüche. Wie auch an Land ein Restaurant, also muss es ja, oder? Und so weiter. Also das waren natürlich grosse Investitionen, also eine halbe Million sicher, die wir da haben müssen haben, bevor wir irgendeinen Franken verdient haben, oder? Mit dem Schiff. Und ja, heute sind wir natürlich glücklich, dass man das angebracht hat und dass jetzt das Schiff doch schon sein 90-jährige Jubiläum kann feiern und eben das Ganze jetzt schon mittlerweile 25 Jahre jetzt in dem neuen Rahmen da im Betrieb ist. Machst du dich noch besinnen, wenn du das erste Mal mit dem Etzel Kontakt hast gehabt? Ja, ich bin natürlich der zweitletzte Schiffführer gewesen bei der ZSG, der die Prüfung auf dem Etzel gemacht hat. Und der Etzel war früher ein Ausbildungsschiff gewesen, da hat man das B2-1 gemacht, also B2-1-Prüfung. Das ist so die Schiffführerprüfung bis 300 Personen. Und die hat man da bei der ZSG auf dem Etzel gemacht. Und ich war der zweitletzte, der die gemacht hat, auf dem Etzel. Und das war dann absehbar, dass das Schiff wegkommt. Und ich habe das irgendwie schon gefunden, dass man das Schiff so eine schöne Form hat und so eine Geschichte, dass man das weggibt. Wie ist er zum Fahren, der Etzel? Sehr gutmütig. Der ist, ist lang, schmal, bremsen damit ein bisschen schlecht. Aber das ist. Das verstand ich jetzt nicht. Jetzt hast du mir noch erklärt, dass der Verstellpropeller eben nicht ideal ist, zum schnell bremsen. Richtig. Aber der Etzel hat natürlich eine Schalenform, die man halt in den 30 Grad gemacht hat. Das Schiff ist lang und schmal. Es hat hinten auch ein Heck, das eigentlich optimiert ist zum Vorausfahren. Und im Vergleich zu heutigen
Schiffe, die hinten einen Spiegel haben und die Schrauben einfach keine Luft mehr anziehen kann, bremsen die natürlich recht gut im Vergleich zum Metzl. Aber das ist natürlich schon ein Widerspruch, das stimmt. Wenn jetzt Rätsel einen Festpropeller hat, würde er noch viel, viel schlechter bremsen. Ich habe mich gefragt, wie er ist zum Fahren, weil am Anfang hat man ein Angst gehabt, dass die Schiffsführer mit dem neuen Verstellpropeller überfordert sind, aber das hat sich dann gar nicht bewahrheitet. Nein, das hat sich nicht bewahrheitet. Also man hat im Gegenteil, man hat sogar dann herausgefunden, dass das eigentlich recht einfach ist zum Fahren. Aber sie haben natürlich einfach keine. Man hat nicht gewusst, wie das reagiert, oder? Was das, man hat ja überhaupt keine Erfahrung gehabt, ob die Schraube überhaupt funktioniert. Und so weiter und so fort. Du kannst ja auch Dampfschiff steuern. Ja, ich bin seit 33 Jahren bei der ZSG. Wie ist das? In der Schweiz, es gibt ja nicht so viele Leute, die ein Dampfschiff steuern dürfen. Und wenn du Dampfschiffkapitän bist, bist du verantwortlich für eine grosse Crew, musst schauen, dass die alles richtig machen, hast viele Passagiere. Hat man dann auch so ein bisschen wie einen Stolz, dass man dann, wenn man einen kleinen Ätzel fährt, dass man sich fast ein bisschen runterlassen muss? Ah, nein. Also, das ist... Ich muss es so sagen, man wächst ja da rein. Das ist ja eigentlich ein Beruf, der mal sowieso sehr schön ist. Und es gibt einfach grosse Schiffe und es gibt kleine Schiffe. Und auf den kleinen hat es Leute drauf, halt weniger Leute. Und auf den grossen hat es mehr Leute. Aber es ist ja gleich jeder Fahrgast irgendwie wichtig. Und mit der Crew ist das genau gleich. Also auf einem kleinen Schiff hat man halt nur einen Matros, beziehungsweise Matros Maschinist oder Matros Kassier. Und auf einem Raddampfer ist dann natürlich die Crew viel grösser. Und trotzdem ist irgendwie jeder wichtig und man muss sich auch um jeden kümmern. Und für mich ist das einfach, bringt das die Abwechslung in meinen Beruf hinein, dass ich jeden Tag ein anderes Schiff habe. Ich habe sehr gerne alte Schiffe, historische Schiffe. Ich fahre natürlich viel lieber mit einem Raddampfer, wie mit irgendeinem... Was soll ich jetzt sagen, mit dem neuesten Limaboot. Aber so, das ist halt meine Persönlichkeit, oder? Es gibt dann wahrscheinlich auch Schiffführer, wo das umgekehrt ist. Aber man gibt sich bei jedem Schiff Mühe und das ist, jedes Schiff hat seine Eigenheiten. Auch jede See hat natürlich seine Eigenheiten. Also ein Raddampfer vom Zürichsee sieht ganz anders aus als auf dem Vierwaldstätter See. Und das ist halt aus der Geschichte heraus oder aus der Kultur eigentlich von dem See, von dieser Bevölkerung heraus entstanden. Mir sind noch zwei Sachen in deinem Leben aufgefallen, die ich dich gerne dazu fragen würde. Bevor du zur Schifffahrt bist gekommen, bist du Musiker gewesen, Berufsmusiker. Ja, das, also wie jeder junge Mensch musste ich natürlich auch ein bisschen verschiedene Leben ausprobieren. Ich habe eigentlich bei Handwerk, ich habe Zimmermann gelernt. Dann habe ich mal eine Handelsschule gemacht und dann ist mir also irgendwie das Büro ein bisschen zu langweilig geworden und habe dann einfach mein Musikhobby zum Beruf gemacht, mal so 2 Jahre lang habe ich das mal probiert, aber das ist natürlich nicht gerade eine finanzielle, lukrative Zeit gewesen. Also ich habe dort auch noch bei den Eltern daheim gewohnt, sonst hätte ich mir das gar nicht leisten können. Was spielst du für ein Instrument? Ich spiele Gitarre. Ich mache auch mehr moderne Musik eigentlich vor allem, also Jazz, Funk, Soul, Blues. Ich habe einfach so ein Musical habe ich auch mitgespielt. Aber eben in meiner Berufsmusikerkarriere bin ich natürlich vor allem so Gitarrenlehrer gewesen. Also das muss man schon sagen. Also das ist das, was vielleicht Geld gebracht hat. Plus dann eben, dann habe ich dann 2 Bands gehabt und dann haben wir ein bisschen Auftritt gemacht. Und eben, das klingt jetzt fast ein bisschen zu wichtig. Also Berufsmusiker, das war so ein Ausprobieren gewesen. Dann nehmen wir es nicht so wichtig, aber warum sie darüber gestolpert bist, im Schiffspodcast Nummer 23 habe ich einen Kapitän interviewt, der Beat Odo vom Thunersee. Und er ist darum auch Musiker. Jetzt ist die Frage gekommen, ist das unter Kapitänen verbreitet, dass man auch noch Musiker ist? Oder ist das jetzt gerade Zufall? Ja, ich glaube, das ist Zufall. Also jetzt beim Beat Odo und bei mir. Obwohl Kapitäne sind natürlich immer gesellige Leute. Also die singen dann vielleicht auch gern, wer weiß, unter der Dusche. Aber eben mit dem Beat Hodl hatte ich natürlich auch einen Kontakt gehabt. Wir haben uns auch schon am IBT, das ist so ein Binnenschifffahrtstreffen, das einmal jährlich
stattfindet oder stattgefunden hat. Es wird auch immer schwieriger jetzt zum Organisieren, so die solche Anlässe. Und dort habe ich auch mit dem Beat mal, haben wir sogar die Idee mal gehabt, dass man könnte so eine IBT-Band ins Leben rufen. Und es gibt sicher noch ein paar andere Schiffsleute, die auch Musik machen. Also es ist ja nicht so, dass das irgendetwas Einmaliges ist. Musik machen noch viel. Ja. Wäre ja schön, wenn es klappt. Der Beat spielt Schlagzeug und tut singen und eine Gitarre dazu würde ja schon fast länger. Ja, fast. Bass müsste man haben und Keyboard oder irgendetwas. Du, das andere, was mir aufgefallen ist, du hast noch ein eigenes historisches Schiff. Ja, das ist das, was du vorher mal angesprochen hast, ob der Ezel bei mir daheim war, zum Umbauen. Das ist er nicht, aber der San Martino, das ist auch ein historisches Schiff. Das ist sogar eines der ersten Motorschiffe, das in die Schweiz gekommen ist, 1909 auf der Luganersee. Ja, und dann habe ich das sehr günstig können kaufen, also für einen symbolischen Franken, darf ich vielleicht jetzt auch gerade sagen. Und ich habe dann allerdings auch also über 100'000 dann müssen reinstecken und natürlich etwa 3'000 Arbeitsstunden. Und habe dann das eben bei mir daheim im Bauernhaus, das ich habe oder jetzt mal noch hatte, gemacht. Dort, darum habe ich es dann auch gekauft. Ich habe dann alles ausgemessen und habe dann gesehen, dass der San Martino genau bei mir in die Garage passt, beziehungsweise ins alte Ten. Und habe dann gefunden, ja, jetzt oder nie. Und dann ist dann da zuerst mal der Transport natürlich wichtig gewesen, zu mir heim. Und dann ja, habe ich dort 5 Jahre lang habe ich eigentlich das Schiff wieder zu Weg gemacht. Und es war eine sehr schöne Zeit gewesen. Und ich tue gerne halt auch arbeiten, handwerklich. Ja, ich kenne nicht viele Leute, die bei sich daheim einen Schiffswerk haben. Eigentlich bist du der Einzige. Du bist dann mit dem San Martino eine grosse Reise gemacht. Uh-huh. Ich habe dann die Geschichte von dem Schiff, eben, mich interessieren alte Schiffe und auch die Geschichte dahinter. Ich habe dann die Geschichte recherchiert von dem San Martino. Ich habe dann herausgefunden, dass der in Hamburg gebaut worden ist, also ganz genau in Harburg. Das war vor 100 Jahren noch eine eigene Gemeinde gewesen. Und gehört heute zu Hamburg, ist im Süden an der Süderelbe, also am südlichen Teil der Elbe. Und dann habe ich irgendwie gefunden, ja, auf mein 25-jähriges Jubiläum bei der ZSG konnte ich dann 3 Monate frei nehmen, weil ich das frühzeitig angemeldet habe. Ich habe natürlich dann gestängelt, dass ich da im Sommer frei bekomme. Das ist schwierig. Richtig, der Arbeitgeber hat nicht so Freude gehabt, aber er hat dann doch gefunden, ja, also nach 25 Jahren kann man das schon mal gewähren. Ja, und dann bin ich dann mit dem San Martino auf Hamburg gefahren und wieder zurück. Das war ein wahnsinnig tolles Erlebnis gewesen. Man kann einen Bericht lesen darüber, wenn man will. Ich glaube, ich tue ihn in den Shownotes verlinken. Ja, gerne. Ja. Ich möchte gerne noch mit dir darüber reden, was die Herausforderungen sind, wenn man als Verein so ein grosses Motorschiff betreibt. Du hast schon gesagt, du musst das Kapitänspatent haben, B2E1. Das kann man ja privat wahrscheinlich gar nicht machen. Das kann man schon machen, aber es ist natürlich sehr viel aufwendiger wie bei einer Schifffahrtsgesellschaft. Weil man muss dort 75 Tage Praxis haben und bei einer Schifffahrtsgesellschaft hat man das natürlich in einer Saison hat man das erreicht. Also bei so einem privat betriebenen Motorschiff wie einem MS Ezel geht das 2 oder 3 Jahre, je nachdem wie viele Fahrten dass man dann, dass die Schiffe dann haben. Die sind ja meistens nur am Abend oder am Wochenende unterwegs. Ja, es ist eine aufwendige Sache. Und wir sind natürlich froh, dass wir unterstützt worden sind von pensionierten Kapitänen von der ZSG. Am Anfang und ja, auch oder solche, die dann vielleicht Teilzeit gearbeitet haben, wie ich auch. Ich bin ja eigentlich nur noch im Teilzeitpensum bei der ZSG. Dann habe ich auch noch Zeit, um mit dem Ezel zu fahren. Ja, so findet man halt dann die Leute, die ausgestiegen sind dann aus der Schifffahrt, einen anderen Beruf nachgegangen sind und doch das ein bisschen vermissen und dann noch Freude haben, mal so 3-4 Mal pro Monat mit dem Ezel zu fahren. Und wir hatten Glück, gehabt, dass wir dann so Leute gefunden haben, die sich da auch engagieren. Wie viele Fahrten könnt ihr denn machen mit dem Ezel, so auf ein Jahr?
Also wir sind dort immer so zwischen 150 und 250. Also das heisst, wir müssten eigentlich zum Rauskommen, müssen wir also mindestens etwa 170 heranbringen, dass wir den ganzen, die Fixkosten decken können, wo der Standplatz generiert, Versicherungen, ja, einfach die Sachen, Brennstoff. Das ist dreimal pro Woche mindestens. Ja, also nein, man muss sagen, es ist jetzt Anzahl Fahrten. Es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt zum Beispiel am Samstag, Samstag sind immer sehr gut ausbuchen, dass wir dort zwei oder sogar drei Fahrten haben. Die eine ist vom 1 bis um 4 Uhr und die andere ist am Abend vom 6 Uhr bis am Abend um 10 Uhr. Also. Aber ist es schwierig, genug Fahrten zu haben? Oder musst du sogar Leute abweisen, die ihr nicht nachmögen? Nein, das kommt nicht oder sehr selten vor. Höchstens, wenn jetzt eben am Samstag sind wir halt relativ schnell ausbuchen, weil halt Hochzeiten sind halt am Samstag. Aber sonst weisen wir eigentlich wenig bis gar keine Fahrten ab. Also wir sind froh um jede. Ja, und das ist eine Herausforderung. Wir machen natürlich auch den ganzen Unterhalt vom Schiff ehrenamtlich. Also wir sind da eigentlich alle ehrenamtlich unterwegs. Wir kommen den Stundenlohn über, wenn das Schiff fährt. Aber alles andere machen wir eigentlich ehrenamtlich. Wann ist denn die nächste öffentliche Fahrt mit dem Ezel? Eben, heute haben wir jetzt da die öffentliche und sogar gratis, weil wir halt 90 werden, das Schiff. Haben wir Rundfahrtenstündige ab Hafenenge. Morgen haben wir auch nach Rapperswil wieder zurück. Auch gratis übrigens. Wir geben dann das Spendenkessel umgeben und hoffen, dass dann dort etwas liegen bleibt. Und dann haben wir natürlich so ein Programm, das man auch bei uns auf der Webseite sieht. Also wir haben jetzt im Frühling zum Beispiel eine Spargelfahrt. Dann haben wir natürlich das Gipfelschiff, das ist auch etwas sehr Spannendes. Das ist am Morgen jeweils, also vom zwischen 6:30 und 8. Ja, also wir haben ein paar so öffentliche Fährtchen. Aber man muss auch sagen, mit den öffentlichen Fährtchen, das machen wir eigentlich, weil wir ein Verein sind und halt in der Gesellschaft oder in der Bevölkerung ein bisschen verankert sind. Also Geld verdienen wir natürlich mit denen nicht. Geld bringt die Extrafahrt, also die Hochzeiten, Geburtstagsfest, die Anlässe oder auch Firmenanlässe, die wir teilweise haben. Ja. Aber wenn jemand, der jetzt den Schiffspodcast gehört hat, Lust hat bekommen, mit dem Ezel zu fahren, ist das sicher eine gute Gelegenheit. Und dann kommt er dann hoffentlich auch zurück für die heiraten. Mhm. Oder sonst irgendein Fest zu feiern auf dem Ezel. Richtig, das ist auch unsere Idee dahinter. Danke vielmals, Stefano, du hast Zeit gehabt für uns. Es war wirklich interessant gewesen. Und dann lasse ich dich jetzt einen Geburtstag feiern. Danke vielmals, Daniel. Und du bist jederzeit und selbstverständlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich willkommen auf dem MS Ezel. 90-jähriges Motorschiff, das jetzt so alt ist wie das Mal, als man Dampfschiff gerettet hat. Danke. Das war sie, die 25. Folge vom Schiffspodcast. Der Stefano Butti hat uns das Motorschiff Ezel vorgestellt, das einst ein innovatives Schiff war und heute als Oldtimer über den Zürichsee fährt. Für die, die am Schiffspodcast bis jetzt zugelassen haben, habe ich noch eine kleine Überraschung parat. Wir haben ja gehört, dass der Stefano Musiker ist und auch Dampfschiffkapitän. Vor einem Zeitli hat er beide Leidenschaften vereinen und ein Konzert mit einem Dampfschiff gespielt. Zum Schluss vom Podcast dürfen wir noch ein paar Takte hören. Vorher aber noch ein Bitte. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt einen netten Kommentar, gebt alle Sterne und macht in eurem Freundeskreis Werbung für einen Schiffspodcast. Wenn ihr mir einen Tipp habt, was ich besser machen kann, oder mir sonst etwas mitteilen wollt, dann schreibt mir bitte an dani@schiffspodcast.ch. Ihr findet mich auch bei Instagram und Facebook. Die nächste Ausgabe vom Schiffspodcast erscheint am 1. Montag vom April. Das ist der erste. Kein Witz. Bis dann, volle Fahrt voraus!